Hi, ich bin Laura. Ich bin Ellie und herzlich willkommen bei Unlikely. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr lieber Make-up Jenga oder Pinselroulette sehen wollt. Und offensichtlich habt ihr euch dafür entschieden, uns richtig zu knechten. Jetzt machen wir nach Monaten mal wieder ein Make-up-Video. Und dann müssen wir direkt Jenga spielen. Wir kriegen das schon hin. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, oder? Ganz ehrlich, es wird eh lange dauern. Ja. Wir sind ja schon ungeschminkt. Ihr seht uns gerade in unserer wunderbaren, prächtigen Naturschönheit, was sich jetzt gleich ändern wird, weil wir werden viel, viel schöner aussehen als jetzt. Für alle, die Make-up Jenga noch nicht kennen, da sind einfach ganz, ganz, ganz viele verschiedene Make-up-Challenges drauf. Es sind Farben drauf, verschiedene Auftragsweisen, alles Mögliche. Man kann ein bisschen Glück haben, aber es ist relativ wenig Positives da drin. Deswegen ist es immer ein ganz tolles Erlebnis. Vor allem ist es ja heutzutage auch modern, negativ zu sein. Deswegen, also du weißt warum, oder? Ein Corona-Test. Ach, wegen Corona. Das ist toll, wenn man negativ ist. Es reicht, es reicht. Okay. Die abonnieren uns alle. Los geht's. Make-up Jenga hat ja andere Regeln als normales Jenga, nur so als Info. Aber die erste und letzte Reihe lassen wir aus, weil das ist einfach zu einfach. Das sind nämlich unsere eigenen Regeln, ja? Genau. Er kommt. Scheiße, er sitzt richtig fest. Okay. Ich guck's noch nicht an, ich warte. Der ganze Turm bewegt sich. Jetzt soll ich einen anderen nehmen? Nein. Nein? Nein, du hast ihn angepasst. Wir haben noch nie die Regel gehabt, dass man die dann nehmen muss. Ja, 2021 ist alles anders. Das wäre jetzt aber auch neu, wenn der direkt umfallen würde. Nein. Elli, das kann nicht dein Ernst sein. Der steht wie der schiefe Turm in Pisa. Wenn er jetzt irgendwann in der Zwischenzeit umfällt, dann ist es nicht meine Schuld. Doch. Nein. Du warst die Letzte. Ja, aber ich habe ihn nicht umgeworfen. Okay. Schreibt in die Kommentare, wer dann schuld ist. Wir ziehen für Foundation, ne? 3, 2, 1. Oh nein. Bronze. Lidschatten. Geil. Beide schon mal richtig schön ins Klo gegriffen, ey. So, wir haben uns ganz tolle Produkte besorgt. Ich habe hier einmal den Hoola Light. Der ist hoffentlich auch Light, weil... Ich glaube, ich werde hauptsächlich die Nikki Tutorials Palette nehmen, denn der Ton hier, das ist sehr gleich. Aber ich habe auch noch die von Beauty Bay hier, die Fiery Palette, falls ich was Wärmeres brauchen sollte. Vor allen Dingen habe ich eigentlich echt trockene Haut, ne? Aber die Farbe passt bei mir tatsächlich. Das ist ja witzig. Also falls ich mal meine Foundation vergesse. Ja, mal sehen, ob du mal wieder wie immer Glück hast. Normalerweise habe ich nicht Glück. Kann man dabei eigentlich Glück haben, ist die Frage. Ich erinnere mich noch an das Video mit Marvin. Ey, so hart geknechtet wurde ich glaube noch nie. Und hier war noch so ein bisschen Highlighter drin. Jetzt glitzer ich. Gott, kannst du dich noch erinnern? Früher war mal so ägyptische Erde total modern. Mhm. So fühle ich mich gerade. Naja, von der Sonne geküsst. Es wird auch geil, mit normalem Concealer hoffentlich über meine Puderrückstände zu gehen. Warum bin ich hier so rot? Was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Das kann ich natürlich jetzt nicht abdecken mit meiner tollen Puderfoundation. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Da ist ein Rot direkt daneben. Sie hat sich einen Pickel geschminkt. Oh shit. Mal sehen, ob ich dann noch gesellschaftsfähig bin danach. Ich wollte eigentlich noch was aufnehmen für Instagram. Das wird schön. Kannst du in schwarz-weiß aufnehmen. Ich habe eine Lampe gegen den Kopf bekommen. Oh, und es tut weh. Und ich muss eigentlich voll stark drücken, damit es das abdeckt. Und das tut so weh. Ja. Oh, Bibi. Was machst du denn auch für Sachen? Du, mit dem Alter muss man immer mehr aufpassen, gell? Ja. Das ist nicht mehr so einfach und nicht mehr so alles Larifari wie früher. Also ganz ehrlich, die Farbe hätte nicht besser passen können bei mir. Oh Gott, hoffentlich freuen wir uns jetzt nicht zu früh, gell? Ja. Du musst das mit dem Turm wieder richten, würde ich sagen. Oh mein Gott, das habe ich ja fast vergessen. Oh, joi. Heieiei. Das habe ich jetzt nicht getan. Nicht in der zweiten Runde. In der zweiten Runde doch nicht. Nee, du musst jetzt einfach noch einen ziehen. Den musst du auch machen. Okay, wir bauen wieder auf. Tinnitus. Tinnitus, da kriege ich. Na, geht doch. Oh. Okay, Concealer. Oh je. Nicht verblenden mit Lippenstift. Ja, okay. Ich habe Pink. Das ist schön, das ist schön. Ich werde mich jetzt einfach wieder an der Nikki Tutorials Palette bedienen. Da ist nämlich ein ganz schönes Pink drin. Ich habe auch gehört, weißt du, die Augenringe sind jetzt gerade sehr modern. Wie viel Fussel sind da eigentlich drauf? Aber was heißt nicht verblenden? Draufwischen und fertig.
Dann kannst du mit dem anderen Zweifel drüber gehen, vielleicht vermischen die sich so ein bisschen. Ja, klar. Also mein Plan, danach noch ein Instagram-Video zu drehen, ist hiermit auch offiziell beendet. Mhm. Du siehst richtig, wow. Ich mach voll oft hier noch ein bisschen das drauf. Gut ist, wenn du Puder bekommst, was richtig gut ist, dann kannst du das noch ein bisschen retten. Oh, stimmt. Los geht's. Okay. 3, 2, 1. Mit Beauty Blender. Das ist voll gut jetzt. Ja. Ich habe in 30 Sekunden. Das, okay. Ich meine, ich habe ja schon Puder im Gesicht. Was soll ich denn noch machen? Aber drüber pudern. Pudern und pudern. Ich habe hier so ein Puder. Ich glaube, es ist für mich einfacher jetzt. Das ist ein super deckendes. Also kann ich ein bisschen. Oh, das von MAC. Ja. Das ist Hammer. Das kannst du auch gerne nochmal benutzen, wenn du möchtest. Ja, klar. Wir dürfen jetzt pudern, wie viel wir wollen, oder? Ich fange dann schon mal an, gell? Frage ist, kriege ich dieses Pink so ein bisschen abgedeckt damit? Ich muss erstmal meinen tollen Concealer setten. Es ist immer noch Pink. Aber vielleicht kriege ich hier irgendwas Tolles für die Augen. Dann kann ich das so tun, als wäre das gewollt. Vielleicht noch ein Valentinstags-Look. Ja. No Sleep Grunge. Ja, passt super zu dir. Ja, also, super. Aber von Weitem sieht es gut aus. Ja, dann. Was ist die nächste Kategorie? Augenbrauen? Ich will es nicht. Oh. Concealer. Nein, aber ich habe dunklen Concealer wenigstens. Ich habe mit kleinem Pinsel. Also das macht ja sehr viel Sinn. Das sind ja die Augenbrauen. Ich nehme jetzt hier einfach irgendwas. Da ist vielleicht sogar noch ein bisschen dunkle Farbe drin. Wenn ich Glück habe. Du hast mich aus der dreckigen Ecke gezogen. Cheaten. Ich mache einfach meine Augenbrauen weg. Ich denke die einfach komplett ab. Das sind Bleached Brows, Laura. Das machen manche Leute freiwillig. Das sieht ja voll komisch aus, wenn man kein perfektes Gesicht hat, oder? Irgendwie sieht es voll süß aus. Das passt zu deinem Pulli. Alles klar. Ohne Witz. Alles klar. Love it. Kommt alles drauf an, wie du es verkaufst, Laura. Wenn du so tust, als würdest du es richtig feiern, dann sieht es auch gut aus. Mhm. Daran glaube ich mit meinem pinken Concealer. Alles klar. Schön. Meine Augenbrauen sind am Start. Oh, aber guck mal, das passt halt einfach wirklich dazu. Ja, ja, ja. Zu meinen Ohrringen, zu meinem Job, ja. Zu meiner Weste, ich meine, zu meinem Leben. Ja. Ich liebe Pampasgras, ich möchte mich heute zu einem Pampasgras entwickeln. Was ist die nächste Kategorie? Lidschatten? Ziehen wir zweimal für Lidschatten. Ja. Gut. Okay. Ja, ganz klar, als hätten wir es abgesprochen gehabt. Ja. Oh, Jesus, verschreck mich doch nicht so. Verschreck vor allem. Das ist so klassisch spanisch, oder? Das sind alle fest. Ich habe schon wieder Angst vor dem Tinnitus. Good, good. Okay. Oh. Die sehen nicht, wie krass es wackelt gerade. Okay. Ah. Oh. Hat das geklappt? Ja, hat das geklappt? Das war gerade ein ganz, 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 ganz lockerer. 3, 2, 1. Mit großem Pinsel. Okay. Und du? Die andere Person schminkt blind. Nein. Und zweites, du kriegst es auch noch schwieriger gemacht. Mit dem Lieblingsprodukt schminkst du mich blind. Mit der Better Than Sex Mascara. Bei mir steht Puder. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also jetzt mal ganz arg im Ernst. Ist das eine Verschwörung? Wollt ihr mich wirklich zum Pampasgras machen? Ich mache jetzt nochmal Puder auf meine Augen. Klar, natürlich. Soll ich mich erstmal fertig machen, bevor ich dann an dich dran komme? Alles klar. Ich würde sagen, dann machen wir ein bisschen was drauf, weil so ein schönes abgepudertes Auge ist immer gut. Das ist so witzig. Ich hoffe, der Nude-Traum bleibt bestehen bei dir. Ja, ein Traum in Nude. So, jetzt muss ich dich blind schminken mit meinem Lieblingsprodukt. Darf ich den Pinsel benutzen? Ja, ja. Ja, welche von dir will ich? Das ist die perfekte Kombo. Aber sobald du die Augen zu hast, musst du sie zulassen, ne? Ja, natürlich. Bin ich auf dem Auge? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Mhm. Jetzt betone ich aber nochmal den pinken Concealer. Ich muss kurz tasten. 1, 2. Mhm. Mhm. Kannst du mich zu Pixie führen? Nein. Warte kurz, Pixie ist hier. Nee, hier. Innenwinkel? Das andere Auge? Wo bist du? Genier dich doch nicht so. Okay, hoffentlich ist es Pixie, ey, sonst habe ich echt ein Problem. Bevor es ist, Alchemist. Au. Ich verlasse es so. Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Willst du dein Meisterwerk sehen? Ja, nee.
Hey, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe Pixie getroffen. Du hast die Farben getroffen. Das kann man dir schon mal zugute heißen. Aber ich habe auf jeden Fall so ein bisschen so ein Grunge, mir geht's echt nicht gut Look gerade. Aber ich habe auch unter der Augenbraue relativ gut getroffen. Ja, hätte schlimmer sein können. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Mal. Danke, danke. Ja, aber fehlt noch Eyeliner. Eyeliner. Ja. Sehr gut. Das Problem ist, sobald ich irgendwas bewege, bewegt sich alles. Ja, das ist echt ein Problem. Oh Gott. Oh mein Gott, er steht auf einem kleinen Steinchen. Oh mein Gott. Okay, Eyeliner. 3, 2, 1. Eyeliner? Ich habe Eyeliner. Du bist gut. Ich habe im Dunkeln. Geh ich dann gerade raus kurz. Alles klar. Wie geht das? Das ist ja auch die Freiheit zu machen, was du willst. Du kannst ja auch ein Pampasgras aufmalen oder so. Entschuldigung, wie schön ist der jetzt gerade geworden? Der ist richtig nice. Hallo. Ich will ihn niemals schaffen auf der anderen Seite. Doch. Ein bisschen verkackt. Das sieht bei mir einfach nicht cool aus. Wie geht es? Weißt du, das Ding ist, du hattest halt die Freiheit, den kleinsten, süßesten Eyeliner der Welt zu machen, aber du wolltest mehr. Kennt ihr das, wenn man dann einfach so eine Linie zieht und dann korrigiert man nochmal und dann korrigiert man nochmal, dann kommt man zu weit nach vorne, dann denkt man, oh, vielleicht probiere ich was Cooles und dann sieht man so aus. Ja. Und das sieht aus wie ein Puff, ey. Schön machst du das. Das sieht wunderbar aus. Oh, ich habe mich halt ins Auge gemalt. Die Augen leuchten vor. Ein Dämon. Yeah, Demons, it's me, your boy. Hey there, Demons, it's me, your boy. Oh nein, jetzt habe ich abgesetzt. Oh, das sieht nach viel aus. Ich kann es aber auch nicht so gut erkennen. Fertig? Sieht super aus. Danke. Oh, schön. Ja, aber also ich habe es mir schlimmer vorgestellt nach deiner Reaktion. Ja, es war halt so dunkel. Ja, hier ist eigentlich gar nicht so übel, wenn man den noch ausfüllen würde richtig. Nee, ich würde sagen, Mascara machen wir einfach ganz normal. Okay. Das ist einfach zu gefährlich. Das ist viel zu gefährlich, das darf man nicht machen. Traumhaft schön. Super. Ein paar Kategorien haben wir aber noch, ne? Gesichtsprodukte sind immer die schlimmsten eigentlich. Ja, weil da die meiste Fläche ist. Und wir haben noch kaum Farben gezogen. Ich habe nur Pink gezogen, da sind ganz viele andere noch drin. Toll, danke, dass du es mir nochmal sagst. Kein Problem. Oh, das macht richtig lange Wimpern, das Zeug hier. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie mitnehmen. Mir gefällt sie nicht so gut. Oh. Bei mir. Also, lass es trocknen. Ja. Trust me. So, wir machen Bronzer jetzt. Alles klar. Ich finde, wir sehen richtig schön aus heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Ich habe jetzt richtig das Gefühl, dass wir nochmal einen Tinnitus bekommen. Dicke du. Glaub an dich. Alter. Hab ich nicht geschafft, oder? Nee, oder? Nee, oder? 3, 2, 1. Okay. Was? Mit Backpinsel. Backpinsel. Also das ist kein Backpinsel, aber... Malerpinsel, aber zählt auch, oder? Ich habe mit Verzerrfilter übrigens, deswegen suche ich mir jetzt schon einen aus. Wie geil. Boah, das müssten wir auch mal wieder machen. Make-up nur mit Verzerrfiltern. Ja. Das war richtig cool. Haben wir das überhaupt schon das mal gemacht? Das habe ich mit Naomi gemacht. Ja. Oh Gott, es tut mir richtig leid, ne? Fenty Beauty, RIP. Das ist ein leichtes Peeling. Nenn mir eine Zahl von 1 bis 20. 5? Dann nimmst du den 5. Könnte Bronze also sicherlich auch blind machen. Meine Nase, ey, so. Okay. Schön an der Stirn, so. Damit man sonnengeküsst aussieht. Toll. Also, ja. Gut. Dann haben wir Blush. Blush. Ja. Los geht's. Love it. Das ist nicht wahr, oder? Das ist steht auch noch einem Stein jetzt. Das ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Mit Malerpinsel. Ja, okay. Dann behalte ich den gerade. Mit nassem Pinsel. Das heißt, ich werde definitiv flüssiges Blush nehmen, weil sonst geht gar nichts. Bringst mir gerade ein schönes Blush mit, ja? Vielleicht eins von Bella. Die sind schön. Das ist übrigens der Malerpinsel 35 mm. Millimeter. Direkt alles so frisch. Also bei mir wird es jetzt auch ganz toll, weil ich jetzt auf Puder mit einem nassen Pinsel flüssiges Rouge auftrage. Ja, also ich mag es total, wenn man halt noch mal ein bisschen auf so einen natürlichen Look, wie ich es heute habe, dann ruhig auch mal ein bisschen mehr nehmen. Dann sieht man direkt so viel belebter aus.
finde ich. Und was halt der Vorteil ist von so einem Malerpinsel in 35 mm, ist halt echt, dass du so einen Peeling-Effekt noch hast. Mhm. Ich muss auf der anderen Seite noch ein bisschen mehr nachlegen. Ja, sehe ich auch so. So, ich mag den Look eigentlich ganz gerne. Aber irgendwie hat es was. Sieht ein bisschen so Cleopatra-mäßig aus. Ja, klar. Und ganz im Ernst jetzt, das mit dem Blush hat sehr gut funktioniert. Freut mich für dich, muss ich sagen. Ja. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Highlighter, da kann jetzt auch natürlich noch ganz viel schief gehen. Da haben wir noch keine Farben gezogen, bis auf Pink. Wir haben jetzt halt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, weil der bricht zusammen. Ja, los geht's. Jesus. Bei wichtigen Dingen muss man aufstehen. Okay, krass. Oh Gott, alles bewegt sich. Oh. Wow. Mein Gott. Schnell weg hier. Das hatten wir noch nie. Hier auf der Ebene steht er nur noch auf einem. Die Ebene ist auch nur noch einer. Und da ist auch nur noch ein Klotz. Hier ist auch nur noch einer. Mhm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Highlighter. Ja. 3, 2, 1. Natürlich. Blindschminken. Toll, das ist natürlich einfach. Ich habe lila. Ich habe bestimmt einen lila Highlighter. Ja, perfekt. Okay, oh, das ist ein bisschen dunkel. Sieht man den überhaupt in der Kamera? Ich kann nicht gucken, ich muss blind schminken. Sich selber blind zu schminken ist halt echt nicht so schlimm, ne? Wow, ich habe überall dunkle Flecken jetzt, weil der halt einfach zu dunkel ist. Schön über der Lippe, auch wenn man kleine Lippen hat, sieht das echt ganz süß aus. Wie stark ist der eigentlich pigmentiert? Geht so. Ja, ah, kann ich noch ein bisschen stärker. Hab ich bestimmt angelogen. Gut. Ja, das ist doch echt schön. Also meiner sieht halt, es passt halt null zu irgendwas. Ja. Okay, Lippen. Oh. Komm, schaffen wir jetzt noch, ohne den umzuschmeißen, oder? Nee, ich glaube nicht. Und ist hier die Seite? Das geht nicht. Von der Statik her. Mhm. Oh mein Gott, das geht nicht. Doch, du schaffst das. Oh Gott. Wie? Ich weiß es nicht. Oh. Okay. Alter. Okay, ich heb's schon mal. Oh. Das ist gar nicht so... Nein! Okay. Soll ich einfach einen nehmen? Komm. Ja. So. Lippen, sind wir dann schon am Schluss? Psst, das soll ich sagen. Das kannst du gucken, die du gar nicht mit. Okay. Lippen, wir sind bei den Lippen. 3, 2, 1. Rot. Passt perfekt zu meinem Look. Muss ich schon zugeben. Und du? Ich habe Foundation in 15 Sekunden. Ist so ein bisschen erfrischend jetzt in dem ganzen Look, oder? Sie sagt ja. Timer auf 15 Sekunden. Channeling my inner 2000s kid. Ah, toll. Das war früher mal modern, ne? Ja, voll. Damals. Ich bin nicht mitgegangen mit dem Trend. Aber es war etwas, was ein Trend war. I'm not sure why. Ich auch nicht. Also ganz im Ernst, man könnte das bei dir eigentlich schon noch durchgehen lassen, als so ein bisschen High Fashion Vogue, weißt du? So ein bisschen den Lippenstift noch verblenden, der da unten hängt, würde eigentlich gut aussehen. Also bei mir nicht so ganz. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war eine ganz spannende Folge von Make-up Jenkins. Hat riesengroßen Spaß gemacht, das muss ich sagen. Ich wollte schon immer mal ein wunderschöner Pampasgrashalm sein, der dann Eyeliner und Lippenstift für sich entdeckt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dir? Ich wollte schon immer tot sein. Das war leicht deprimierend jetzt, aber gut. Zum Schluss kommen wir mal wie immer noch zum badischen Wort des Tages und das ist heute Maule. Ja, weil wir haben uns nämlich ins Gesicht gemault. Oh, gemault. Das ist so und mir gefällt es auch ganz gut, wenn wir uns ein bisschen maulen. Das heißt anmalen, falls ihr es noch nicht verstanden habt. Okay, ich würde mal sagen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wir würden uns sehr darüber freuen, auch wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ja, sehr gerne abonnieren, sonst verpasst ihr nämlich super viel. Wie das hier. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Tschüss.